Erzählen Sie der narkotisierten Prostituierten, ich möchte mein Kokain. Sagt der zugekosten Benz, ich will mein Blau. Super einleitendes Video, oder? Was geht, Brad? Erstmal, das hier ist finally die neue Facecam-Position, so mit Hintergrund. Boah, check mal die Unschärfe. Ich liebe das neue Objektiv. Habe ich irgendwie im Dreadwood-Video verkackt. Ich meine, nicht neue Kamera, ich meine, neues Objektiv. Ist aber auch ein anderes Thema. Wobei das auch irgendwie zum Thema des heutigen Videos passt. Denn heute gibt es eine Reaction. Erstmal in Warnung. Oder Vorwarnung, je nachdem. Das ist ein bisschen entspannter, aber dafür, glaube ich, umso interessanter. Heute gibt es nämlich eine Reaction auf das zuletzt erschienene Video von Musician. Warum ihr kein Mediengestalter werden möchtet. Ich habe mal in die ersten 3-4 Minuten des Videos reingeguckt und fand auf der einen Seite mega interessant, aber auf der anderen Seite auch interessant und passend zu mir. Einige wissen es ja, ich mache diesen YouTube-Bums hier seit 2013, seit mittlerweile über 7 Jahren. Und auch ansonsten bin ich sehr medienaffin. Früher war es auch unter anderem mein Plan, eines Tages mal Mediengestalter zu werden. Ich werde auch nicht das ganze Video zeigen, keine Sorge, wir gucken uns jetzt nicht 17 Minuten einfach nur am Stück an. Ich mache wieder andere Reaction-YouTuber alle 2 Minuten. Haha. Oh. Was? 10.000 Likes, danke. Aber Passagen, zu denen ich was zu sagen habe, werde ich entsprechend was sagen. Ich laber gar nicht. Let's go, der Hase. Trotzdem 10.000 Likes, danke. Eine Menge Leute fragen mich immer, ob ich irgendwas gelernt hätte oder ob ich einfach so wie andere Leute von der Schule gegangen bin und instant mit YouTube angefangen habe. Ja, Mann, 1-4er-Zeugnis. Erstmal YouTuber werden. Für alle, die mich nicht kennen, hi. Ich bin der Chris und ich bin ausgebildeter Mediengestalter für Digital- und Printmedien, Fachrichtung Gestaltung und Technik. Und ich bin heute hier, um euch zu erzählen, warum dieser Abschluss für die Tonne ist und warum ihr diesen Job wahrscheinlich eher nicht lernen möchtet. Auf die Pointe des Ganzen, beziehungsweise wie er dann quasi zu seinem Ergebnis kommt, bin ich dann auch sehr gespannt. Weil ich werde ebenfalls immer gefragt, sag mal, du bist doch Mediengestalter. Das ist doch ein Job, der klingt halt richtig cool und nach richtig viel Spaß und halt Kreativität und allem drum und dran. Und 50-50, jedes Mal, kommt immer dran. Ich hatte Leute, die nicht in diese Klasse gehörten. Leute, die nicht in diese Klasse gehörten. Boah. Ich meine, ich bin ja selber aktuell auf einem technisch versierten Oberstufenzentrum, wo es eben auch Gestaltungs- und Medientechnik als Leistungskurs gibt, den ich auch mache. Das wird quasi dann eine meiner relevantesten Abi-Noten, was für mich sehr von Vorteil ist. Aber du merkst auch in den 3 Leistungskursen, die es da gibt, da sind so ein paar Leute. Aber ja, erstmal umfasst Mediengestaltung alles, was mit Medien zu tun hat und irgendwie kreativ ist. Letzten Endes geht es aber darum, dass man einen Auftrag erhält, diesen eine Konzeption umarbeitet und diese Konzeption letzten Endes in ein fertiges Produkt umsetzt. Und da scheitert es meistens schon, aber es gibt in diesem Berufsfeld 2 Personengruppen. Ja, die erste Gruppe ist die Gruppe, die sich denkt, wow, ich bin das ist jetzt richtig kreativ. Ich zeichne immer voll gerne und habe als Kind auch schon immer richtig gerne gemalt. Ich war auch im Kunstunterricht halt voll gut. Also ich habe da halt eine 3+ oder halt so 2- ist ja auch okay. Und wenn Freunde irgendwie mal Hilfe brauchen bei irgendwas Künstlerischem, dann fragen sie halt meistens mich, wie man es machen muss. Und ja, ich keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, was im kreativen Bereich zu machen. Leute, die ja meistens voll enthusiastisch rangehen und merken, ich habe jetzt kein Portfolio, was ich groß vorlegen könnte, aber ich habe bald ein Abitur, das ist doch auch was. Und dann gibt es die Leute, die mit 13 Photoshop gelernt haben, ja, mit 15 Website-Coding gelernt haben, mit das 16 ich mich so sehr. Videoschnitt und deren einziger Inhalt im Leben ist Bildbearbeitung, Design, Coding und sonstige Geschichten, die zu diesem Bereich gehören, einfach so auszuarbeiten, dass das Endprodukt einfach fucking hübsch ist. Ich denke, da wird er später wahrscheinlich auch nochmal was zu sagen, aber ich zähle mich zum Beispiel ganz klar in diese 2. Gruppe. Ich sitze seitdem ich 6 Jahre alt bin am PC, aber damit nahm halt auch alles seinen Lauf. Ich weiß noch, damals in der 6. Klasse habe ich überhaupt meinen ersten eigenen PC bekommen und es war schon so für den damaligen Zeitpunkt ein mittel- bis guter Gaming-Rechner. Und damals saß ich mit Mick in, ich glaube, Deutschunterricht war das damals, und wir haben damals so ein bisschen Microsoft Word gemacht, waren damals im Computerraum, das war bei uns nur in der Grundschule. Ja, in Brandenburg geht die Grundschule bis zur 6. Klasse. Und Mick und ich, wir haben uns halt so voll schlapp gelacht über so diese Begriffe von unserer Lehrerin damals, auch wenn ich ja kein Problem mit der hatte, im Gegenteil, ich mochte die voll. Aber die hat dann gesagt, ja, um groß zu schreiben, müsst ihr die Caps-Lock-Taste drücken. So, wir haben uns vor Lachen nicht mehr einbekommen, dann dreht sie sich nur so an, Ansgar, willst du das etwa erklären? Und Ansgar nur so, let's go, der Hase. Dann habe ich gemeint, ja, das Shift, damit macht man das und das und mit Backspace kannst du das und weißt du, einfach so alles nach Stuhl und Faden erklärt innerhalb von einer Minute, die dann nur so, ja, danke, setz dich wieder ein. Aber da benahm halt alles irgendwie so seinen Lauf. Ich habe mir im Alter von 11 Jahren After Effects komplett ohne Tutorials selber beigebracht. Ich habe mir im Alter von 11 Jahren Photoshop ohne Tutorials selber beigebracht. Mit 12 Premiere selber beigebracht. Und über die Jahre einfach generell, das finde ich auch ein entscheidender Punkt, einfach mal keine Tutorials geguckt, sondern aus dem Bauch heraus das gemacht, was ich optisch auch schön fand. Und das ist das, was Chris auch gerade meinte. Nicht nach irgendeinem geraden Faden arbeiten, sondern einfach so lange den eigenen Input reingeben, bis es schön ist. Das ist die Gruppe, die erste Gruppe einfach auffressen wird. Ja, richtig Pac-Man, Alter.
ohne Gnade. Ja, der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist einfach, dass sich Gruppe 1 denkt, ja, es wäre toll, wenn das so wäre. Und Gruppe 2 sich denkt, das ist der einzige Weg, wie mein Leben gehen kann. Die einen arbeiten nach einer Vorlage, die anderen arbeiten aus Leidenschaft. Wenn man es so über den dicken Daumen schlagen. Ist das eine Redewendung? Ich weiß nicht. Aber halt von meiner Erfahrung her hatten wir im ersten Jahr, ich glaube, 4 oder 5 Klassen mit jeweils 25 bis 30 Leuten. Ja. Und im dritten Jahr schrumpfte das auf 2 Klassen mit unter 20 Leuten herunter. Da bin ich auch sehr gespannt. Also wie gesagt, ich bin nicht in der Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Ich wollte das früher mal, die Pläne haben sich jetzt geändert. Nicht unbedingt, weil ich es nicht weiterhin interessant finde, aber auf der einen Seite sehe ich, dass einfach dieses Jobfeld sehr überfüllt ist. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, plane ich schon eher in Richtung Studium zu gehen, dass ich möchte Lehramt studieren und eines Tages Lehrer sein. Dennoch, wie gesagt, bin ich ja in einem Oberstufenzentrum. Also ich mache normales gymnasiales Abitur. Und da haben wir halt Gestaltungs- und Medientechnik als Leistungskursfach. Und das aktuell in 3 Leistungskursen. Ich könnte meinen Arsch darauf verwetten, dass am Ende meines 13 Jahre Abis maximal 2, ich denke, eher einer übrig ist. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass einfach viele Leute das einfach nicht fühlen. Oder man ist einfach gut wie ich und hat einfach Minusstunden, weil man immer viel früher fertig war, als man eigentlich dachte. Da sehe ich mich. Es springen so viele Grafikdesign- und Werbeagenturen aus dem Boden. Ja. Und viele davon sind mehr so, mal gucken, ob das klappt. Wir haben eigentlich keine Ahnung, aber wir sind jung und familiär und wir haben total den Familienzusammenhalt. Und das ist wichtiger, als dass wir euch bezahlen können. Das, das ist, was ich gerade meinte mit, der Markt ist übersättigt. Also wenn du ein Grafikdesigner bist, bist du nichts Besonderes, so hart es jetzt klingt. Gibt auch da natürlich Ausnahmen, aber in der Regel, gerade als Neueinsteiger, ist es schwierig, Fuß zu fassen. Auch ein Tipp, wenn irgendwer in seine Jobbeschreibung schreibt, von wegen, es gibt keine Hierarchie und es ist halt ein Familienbetrieb, dann bleibt davon weg. Geht arbeiten, um bezahlt zu werden und nicht, um eine Familie zu bekommen. Und das ist halt auch einigen aus meiner Klasse passiert, dass deren Agentur halt einfach pleite ging und sie dann halt einfach keine Ausbildungsplatz mehr haben. Ja klar, halt wenn es so viele gibt, wo bekommst du dann deinen Input für Cash her? Es ist ja das simpelste wirtschaftliche Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und aktuell, so wie ich das mit meiner eigenen bescheidenen Sicht aus der Ferne immer beobachte, hast du schon eine relativ angemessene Nachfrage, weil irgendwie viele Firmen gehen ja mittlerweile auf digitale Werbung, die ja irgendwie designt werden muss und sowas. Aber du hast halt trotzdem so viel Angebot und das hält sich nicht die Waage und das ist risky. Das Bild zu treffen, was er dann im Kopf hat, dann schickt ihr es dem hin und dann bekommt ihr so eine Liste an Änderungen, die alle falsch sind. Ja, und dann könnt ihr euch noch so viel Mühe geben. Es wird. Du bist immer die Bitch des Kunden. Irgendwas stimmt immer nicht. Irgendwas ist. Ich verstehe, was er meint. Und das Endprodukt wird einfach höchstwahrscheinlich gar nicht mal so krass mehr dem ähneln, was ihr zuerst gemacht habt. Und ich finde, das ist auch irgendwo immer ein bisschen ernüchternd, weil mit der ersten Version meinerseits bin ich meistens so zufrieden. Das ist ja das und das, was ich so exportiere und mir denke, ja, damit, da stehe ich hinter. Das habe ich jetzt so finalisiert. Das ist okay. Und meistens, wenn dann so die Rückfragen kommen, das ist dann so, wie soll ich sagen, das kommt halt meistens irgendwie auch so von Leuten, die nicht so die Ahnung haben. Aber ist egal. Ja. Denn was der Kunde sagt, gilt. Und der Kunde, den interessiert es nicht, ob ihr es besser wisst, sondern es ist sein Wunsch und er will das so haben, also wird das so gemacht. Du bist die Bitch des Kunden, egal wie man es dreht und wendet. Über seinen Schatten und seinen Stolz zu springen und einfach was zu machen, was gelinde gesagt echt fucking hässlich ist und dann seinen Namen darunter zu setzen, kann ein bisschen wehtun. Aber so habe ich halt auch mit Leuten die Ausbildung beendet, die halt bis zum letzten Jahr eigentlich essentiell kein HTML konnten. Das haben die nicht hingekriegt. Die wussten nicht, wie das geht. Und das sind dann auch schlicht und ergreifend die Leute, die keinen Spaß mit dieser Ausbildung haben und mit diesem Abschluss haben werden, weil der ist dann für die im Grunde genommen komplett nutzlos. Ich merke es auch, wie gesagt, vor allem bei mir im Leistungskurs. Du setzt den Leuten eine Aufgabe, mach jetzt das und das und denen fehlt der Ansatz. Die wissen nicht wie, die haben sich nichts gemerkt. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht mal dein Interessensgebiet. Und wenn du einfach auch nicht so ein IT-Typ bist, dann wirst du da keinen Spaß dran haben. Und selbst wenn ihr mir irgendwas entgegenwerft, was ich nicht kann, dann bringe ich mir das halt innerhalb von einer Woche bei, weil ich einfach die Fähigkeiten dazu habe. Und gerade wo er das nochmal mit dem Auffressen thematisiert, ich habe mir gerade voll in die Brille geschlagen. Wie gesagt, ich will mich damit auch eigentlich nicht über andere stellen. Aber wenn mir was gesagt wird, selbst wenn ich es nicht weiß, kriege ich es irgendwie umgesetzt. Also wir hatten zum Beispiel erstes Halbjahr jetzt in der 11. Klasse ganz normal Klausuren in jedem Fach geschrieben und in den Leistungskursen sowieso. Da werde ich auch später mein Abi schreiben. Boah, und in GMT haben sich so viele Leute schwer getan. Ich steppe in die Klausur rein und rasiere dir ohne Fehler eine 15-Punkte-Klausur. Also das 15 Punkte steht für 1+. Ja, deswegen, wenn man nicht dafür gemacht ist, dann wird es auch nicht erfolgreich enden. Keine Ahnung. Das Problem mit den neuen Firmen ist, wie gesagt, die sind halt, es gibt keine Hierarchie, es gibt nur Familie und es gibt definitiv kein Geld. Und die einfach davon träumen, wie sie HTML und CSS-Code zusammensetzen und einfach in der Dusche
an den Dunst skizzieren, wie man das JavaScript schreiben könnte, damit die Website auch flexibel ist. Ich kann mir vorstellen, wie wirklich jemand in der Dusche sitzt. Aber es ist richtig gut visualisiert. Das ist im Endeffekt wie mit jedem Job. Du hast halt die Träumer, die sich dafür berufen fühlen, und du hast halt die, die nur rumdümpeln. Das Allerwichtigste in diesem Berufsfeld ist das, was ihr könnt. Und ich finde, da hat man es auch generell wieder im Leben mit dem, die Leute, die labern und die Leute, die machen. Du kannst auf dem Blatt Papier der ausgebildetste Master University of Applied Science und hast du nicht gesehen sein. Wenn das Produkt, was du zu präsentieren hast, scheiße ist, dann wirst du nicht genommen. Aber ich habe einfach so reingehauen, als ich 13 war. Ich habe Photoshop gelernt, ich habe mit 15 Webdesign gelernt, ich habe mit 16 Videoschnitt gelernt, und das sind alles Skills, die ich auf meinen Lebenslauf packen konnte und die ich dann mit einem richtig krassen Portfolio auch beweisen konnte. Wer diesen Job wählt, der muss den leben. Ich meine, ich habe alles grafisch an diesem YouTube-Kanal hier gemacht, und das ist einfach das Beste, was es gibt. Folgt mir auf Twitter, Instagram und auf Twitch, wo ich dann die ganze Zeit meine Streams dalasse. Like habe ich schon gegeben. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Nein, noch nicht ganz. Erstmal zu dem, was er gerade eben noch meinte, hinsichtlich dessen, dass er auch seinen gesamten Kanal grafisch selber designt hat. Ich habe meinen höchsten Respekt aus GFXer, what the fuck, Sicht vor Musician. Ich finde seine Designs, sei es sein Banner, seine Thumbnails, sein Videodesign oder sonst was, finde ich immer mega schön und ansprechend. Und da habe ich mich auch selber schon oft dran inspiriert. Das ist ein offenes Geheimnis, wenn du so willst. Überlegt euch, wer seid ihr, was wollt ihr, worauf habt ihr richtig Bock? Und dann geht dem im Leben nach. Das ist dann das, was euch auf der einen Seite vom Herzen her zufriedenstellt und das, wo ihr dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch was vorzuweisen habt. Ich denke, ich persönlich wäre sogar ein guter Mediengestalter. Also der Titel, warum ihr kein Mediengestalter werden möchtet, trifft in dem Fall wahrscheinlich sogar nicht mal auf mich zu, denn ich bin eben einer dieser Cracks, der sich seitdem er 11 ist an diese Scheiße gesetzt hat und es seitdem halt aktiv macht, keine Ahnung. Und gerade dadurch, dass ich eigentlich nebenher immer alles auf YouTube begleitet habe, habe ich auch Referenzen und all so ein Scheiß. Bei mir scheitert es halt daran, dass ich in mir eigentlich noch mehr in eine andere Richtung sehe. Wie gesagt, ich möchte Lehrer werden eines Tages. Das ist für mich der Plan, mal gucken, wie es kommt. Aber ich werde dieses ganze Medienzeug auf gar keinen Fall aus meinem Leben aussperren. Dafür liebe ich es einfach zu sehr. Und deswegen mache ich auch immer noch YouTube. Also ich werde mir das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, auch wenn es wahrscheinlich nicht meine direkte berufliche Perspektive ist. Und ja, guckt euch, wie gesagt, das Originalvideo von Musician an. Es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und vielleicht konnte sich der eine oder andere etwas aus seinem Video und oder aus meinem Video mitnehmen. Würde mich zumindest sehr freuen, wenn dem so ist. Und dann generell, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video das Stream wieder. Haut rein, Friends. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.